So, jetzt geht es um Pinsel. Pinsel in Illustrator sind ein bisschen anders als die Pinsel in Photoshop. Aber eigentlich, obwohl in Illustrator man virtuell arbeitet, kann man wirklich schöne Sachen machen. Wie in Photoshop, auch in Illustrator, haben die Pinsel eine zusätzliche Kraft, wenn man mit einem Pen-Tablet sie benutzt. Eine Pen-Tablet oder eine Grafiktablette geben uns in meisten Fällen eine zusätzliche Dimension oder mehr zusätzliche Dimensionen. Und ich spreche über die Drehung, die Neigung, die Druck, besonders das wir machen mit dem Pen von der Pen-Tablet. Und diese kann mit einer bestimmten Stellung in den Pinsel auch übertragen werden. Und dann können wir etwas, das ein bisschen mehr Gefühl hat als eine normale Pinselstriche in Photoshop oder Illustrator. Aber wie ihr sehen könntet, ich habe ein paar Pinsel probiert und wir fangen sofort an. Um mit Pinsel zu arbeiten, braucht man unter Menüfenster die Palette Pinsel zu nehmen. Bei mir schon markiert, weil ich habe sie schon hier geöffnet. Die Palette Pinsel hat verschiedene Typen von Pinseln. Normalerweise, es gibt verschiedene Gruppen, aber grundsätzlich gibt es Kalligraphenpinsel und die sind die hier. Ja? Wenn ich jetzt das Pinselwerkzeug nehme, normalerweise sind runde oder mit Ellipse. Und am meisten sind schön mit einer Pen-Tablet zu benutzen. Und dann haben wir andere Pinsel, wie zum Beispiel Bildpinsel oder Spezialpinsel oder Musterpinsel. Und wir finden sie alle hier. Oder diese besonders Pinsel, die man hier findet. In Illustrator kann man Pinselbibliothek finden, wenn man unten in der Menüoption, in der Palette, Entschuldigung, hier klickt. Und gibt es verschiedene Typen von Pinsel. Nehmen wir das zum Beispiel. Und das bedeutet jedes Mal, dass ich mit einem Pinselwerkzeug etwas gemacht habe, kann ich einen von diesen Pinseln nehmen und einfach anwenden. Das bedeutet, dass ich muss nicht unbedingt mit dem Pinselwerkzeug, ich kann zeichnen mit dem Zeichenwerkzeug, Kurve zeichnen, mit einer normalen Form. Funktioniert auf jede Kontur, die wir haben. Super, das können wir weg. Aber für uns interessant, für unseren Unterricht ist genau zu machen verschiedene Pilzen. Pilze, nicht der Pinsel. Ich habe hier ein paar probiert. Manchmal habe ich mit Transparenz gearbeitet, manchmal habe ich mit bestimmten Motiven gearbeitet, manchmal ein bisschen seltsam und manchmal habe ich sogar Mandala gemacht mit Pinsel mit bestimmten Formen wie diese. Fangen wir aber von nichts an. Um zu anfangen, jetzt zum Basteln, ist egal, was für Dokument wir haben. Ich nehme einfach eine normale A4, aber wirklich, das hat keine Bedeutung, bitte. Erstellen. So, wir wollen einen Pinsel machen. Jedes Mal, dass wir einen Pinsel machen müssen, müssen wir hier unten bei diese Plus gehen und dann entscheiden, was für Pinsel wir machen wollen. Für die Kalligraphie-Pinsel, und zwar diese Pinsel, gibt es keine, also man kann einen Kalligraphie-Pinsel machen, aber das ist ziemlich einfach, deswegen schauen wir nicht. Und bei der Boss den Pinsel gibt es auch nur einige Optionen innerhalb der Möglichkeiten von Illustrator. Deswegen werden wir diese auch in diesem Tutorial nicht sehen. Wir werden aber Spezialpinsel, Bildpinsel und Musterpinsel machen. Mit Bildpinsel bedeutet, dass wir können ein Motiv zeichnen, die dann auf der Länge von einer Linie entsprechend aufgetragen werden. Zum Beispiel. Ich mache erstmal nur eine Linie. Normale Linie. Mache ich ein bisschen größer.
Und dann sage ich, ja, diese Linie ist schön, aber ich möchte gerne etwas, ein bisschen mehr Dynamik. In der Konturpalette oder in der Steuerungsleiste, wenn wir einen Kontur ausgewählt haben, können wir schon ein bisschen spielen. Und zwar, wir können hier einige Profile nehmen. Aber da diese Profile schon da sind, ich würde ein Profil nehmen nur als Anfang und dann mit einem Werkzeug, die Breitenwerkzeug heißt, ein bisschen arbeiten. Wie funktioniert der Breitenwerkzeug? Wir brauchen erstmal eine Kontur, dann klicken wir auf das Breitenwerkzeug und gehen wir auf unsere Kontur. Wo wir klicken werden, hier zum Beispiel, wird ein Punkt gemacht. Wir klicken und ziehen, um die Größe nur in der Punkte von meiner Linie zu ändern. Wir können ein bisschen modulieren. Wenn ihr einer von diesen Punkten mit Alt von Tastatur oder Option von Tastatur klickt, könnt ihr auch nur in eine Richtung nehmen. Ne? So. Sagen wir so, das gefällt mir. Und jetzt will damit eine Bildpinsel machen. Ob das gut aussieht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich wähle einfach meine Objekte und dann klicke ich auf Plus. Und hier werde ich auf Spezialpinsel einfach. Spezialpinsel habe ich gesagt. Nee, Entschuldigung, auf Bildpinsel einfach klicken. Gebe ich OK. Und hier habe ich diese Fenster. In diesem Fenster gebe ich meinen Namen, Test 1, die Breite. Ich kann die Breite von dieser Kontur, die ich mit diesem Pinsel male, entweder festlassen, so das heißt, es hängt davon ab, welche Werte ich hier angegeben habe, oder ich kann auf der Basis von der Verwendung von einer Pentablette die Breite von meinem Pinsel abhängig machen, zum Beispiel von der Drehung von meiner Fahrt und so weiter oder von Druck von meiner Pentablette. Lassen wir fest erstmal, das heißt, es bleibt immer für 100%. Bei Pinsel-Skalierungsoptionen, proportional skalieren oder an Kontur lang anpassen, können wir direkt schauen, wenn wir die Probe machen. Für uns wichtig, nicht nur bei diesem Bildpinsel, sondern bei allen Pinseloptionen, ist die Methode. Wenn wir wollen, dass die Farbe sich auch ändert, sollten wir Farbton verschieben nehmen, damit jedes Mal, dass wir diese Kontur mit diesem speziellen Pinsel mit einer anderen Farbe verwenden wollen, haben wir kein Problem. Deswegen müssen wir es so machen. Gut, geben wir okay, wir sind auch fertig erstmal. Und probieren wir einfach jetzt mit zum Beispiel Pinselwerkzeug etwas zu malen. Das ist unser Pinsel, obwohl die Kontur nur so ist, da diese Pinsel, die wir jetzt gemacht haben, ausgewählt war, wird einfach transformiert. Ich kann natürlich, da ich diese Option ausgewählt habe, die letzte, die wir angegeben haben, upla, etwas noch ändern. Die Farbe noch ändern. Wir könnten probieren, aber ich gebe euch keine Sicherheit, dass etwas sich ändert. Wenn ich zum Beispiel einen Doppelklick auf unseren neuen Pinsel mache, ich probiere mal ein paar Optionen zu ändern, zum Beispiel proportional skalieren. Hier seht ihr, was sich ändert. Zwischen die Linie anpassen gibt mir die Möglichkeit, einige Teile von normalerweise links und rechts von meinem Pinselmuster, sagen wir so, festzumachen. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass diese Teile nicht geändert und nicht angepasst werden muss, ich nehme diese Linie einfach und schiebe das. Seht ihr, dass diese Teil bleibt jetzt unverändert, nur was zwischen diese zwei Linien wird geändert. Jetzt mache ich etwas extrem. Hier ist ein bisschen schlecht das Ergebnis, weil es eine Kurve gibt. Vielleicht hier ändert sich besser. Perfekt.
Haben wir dieses denn? Ah, nein, haben wir jetzt die andere genommen. Na gut, ich habe ein bisschen zu viel gespielt. Okay. Wenn wir eine Änderung nachträglich gemacht haben, wie jetzt, und geben wir okay an dieses Fenster, kommt immer dieses Fenster, und das ist keine Beleidigung, und er fragt uns, wollen wir die Änderung an der Kontur, die schon diese Pinsel benutzt, anwenden? Wir sagen in normalen Fällen ja. Gut. Und das war ein Bildpinsel, der hinzugefügt wurde. Jetzt probieren wir einen speziellen Pinsel zu machen. Speziell Pinsel ist normalerweise ein dekorativer Streuung, ein dekorativer Pinsel mit verschiedenen Elementen, mit einer zufälligen Verteilung. Da kann man wirklich ein bisschen spielen. Dafür nehme ich meine beliebte Form, die Sterne. Wir sind momentan noch nicht in Weihnachtsmut, aber bald. Ich werde ein bisschen spielen mit diesen Sternen. Ba, ba, ba. Oh. Und die Farbe auch. Okay. Gefällt mir nicht wirklich. Vielleicht machen wir mal so. Ne, so ist das langweilig. Naja, gut. Lassen wir so. Erst mal. Und ich gebe auch der Kraft nicht 100%, sondern ein bisschen weniger. Gnade. Super. Ich nehme meine Elemente. In dem Fall ist nur einfach ein Element, kann man aber mehr machen. Und ich werde wieder in der Palettepinsel einen neuen Pinsel mit Plus hier machen. Dieses Mal nehmen wir, wie gesagt, den Spezialpinsel. Das Fenster, das jetzt kommt, ist ein bisschen anders. Stern, Stern, Stern. Okay, gut. In diesem Fall können wir Größe, Abstand, Streuung und Drehung ändern. Da wir keine Pen-Tablet momentan benutzen, nehmen wir etwas sehr einfach. Zufallwerte. Geben wir Zufallwerte bei jedem. Das muss nicht unbedingt sein, aber jetzt ist nur zu probieren. Was bedeutet das? Dass jedes Mal, dass wir diese Pinsel, diese Spezialpinsel benutzen, es wird zufällig ein Unterschied von Größe, Abstand, Streuung und Drehung in den verschiedenen Elementen von diesem Pinsel. Es ist einfacher, wenn ich euch zeige. Aber bevor ich euch zeige, müssen wir hier etwas ändern. Ich will zum Beispiel, dass die Änderung, die Verschiedenheit in der Größe ist zwischen einer kleinen Größe und dieser Größe. Bei der Abstand mache ich auch, damit das ein bisschen mehr Dynamik ist. Das vielleicht wird etwas katastrophal, aber erstmal Streuung ist immer katastrophal. Dann mache ich weniger. Bei Drehung könnte interessante Sachen kommen, wie auch horrible Sachen. Bei Methode haben wir gesagt, wenn wir die Farbe auch ändern wollen, nehmen wir Farbtonverschiebung. Und ich würde sagen, Drehung relativ zu machen wir Pfade, damit das folgt dem Pfad, den wir zeichnen. Geben wir OK. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel das Pinselwerkzeug und fangen wir zu malen. Unsere Pinsel hat hier gemalt, aber mit der Einstellung haben wir gegeben, zufällige wurden die Sterne gezeichnet, gedreht, mit verschiedenen Abständen. Jetzt, das ist ein bisschen zu viel für mich, deswegen werde ich einen Doppelklick auf meine Pinselsterne hier in der Palettpinsel machen, damit ich einige Änderungen noch machen können. Und ich sehe normalerweise live, was ich mache. Zum Beispiel bei der Größe ist okay für mich diese, aber der Abstand will ich nicht so viel machen. Bei der Steuerung, wenn ich festmache, ja, ist ein bisschen mehr regelmäßig, aber so. Machen wir so, das Abstand ist immer weniger. Okay. Umdrehung machen wir auch nicht so viel. Okay. Das ist schon ein bisschen mehr öbler. Man kann ein bisschen spielen und hat, ja, und wenden, wie wir gesagt haben, dann hat man, nehmen
wir eine Form. Dieser Pinsel schon bereit. Ja? Die Form bleibt immer da und wir können einfach so arbeiten. Natürlich, wenn wir nicht wollen, dass so unregelmäßig wird, dann sollten wir bei jedem Wert wieder festgeben. Das war schon fest. Ja? Und sollten 100% überall. Anwenden. Und noch eine Sache, zum Beispiel an der Seite anwenden. Und dann können wir natürlich ein bisschen kleiner machen, indem wir die Kontur ein bisschen kleiner machen. Und das ist gemacht, das ist etwas mehr regelmäßig. So, wir können unterschiedlich arbeiten. Ne? Gut. Das war dann ein Spezialpinsel. Ein Musterpinsel kann zum Beispiel für einen Rahmen machen, für eine, normalerweise für eine Linie, die ein bisschen mehr regelmäßig ist. Wir wollen ein Muster machen. Um ein Muster zu machen, ich gucke mal bei unseren Beispielen. Genau, die sind Musterpinsel zum Beispiel. Dann machen wir dieses Element hier. Ich habe diese Elemente schon gezeichnet, deswegen können wir gerne das wieder nehmen. Ja, ein bisschen kompliziert, aber auch nicht so viel. Ich möchte gerne mit diesen Elementen ein Muster machen. Ein Pinselmuster machen, Entschuldigung. Mit diesem Element ausgewählt, klicke ich wieder auf Plus. Dieses Mal Musterpinsel. Das Fenster sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das Fenster. Name, Dekoration, Musterpinsel. Und haben wir die Möglichkeit, die Skalierung festzulassen oder auf Basis von einigen Einstellungen manuell, also automatisch zu ändern, den Abstand zu ändern, vertikal oder horizontal spiegeln, also können wir ein bisschen spielen. Methode kennen wir schon, Farbtonverschiebung, wenn wir wollen, nachträglich eine Farbe für jede Anwendung ändern. Hier bei Einpassen, auf Kantenlänge anpassen, ist eine gute Option. Man sieht hier direkt, was das bedeutet. Freiraum lassen bedeutet, dass zwischen die verschiedenen Elemente gibt es so weit wie möglich Freiraum. Musterposition ändern, das sollte ein bisschen mehr nacheinander, aber diese und diese sind oft die gleich. Aber die große Neuigkeit hier, machen wir das weg, sind diese. Man sieht hier einige Icons. Schön von dem Musterpinsel ist, dass man kann für diese verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel die Ecke oben links, eine normale Linie, die Ecke in diese Richtung, das Ende oder das Anfang, verschiedene andere Figuren hinzufügen, damit man diese Muster ein bisschen personalisiert. Wenn man geht zum Beispiel auf diese Möglichkeit, also diese Ecke oben links, hat man verschiedene Möglichkeiten. Ja, nehmen wir dies nur. Und man sieht sofort, was das bedeutet. Ne? Ja, es gibt ja, normal eigentlich. Wie muss ich in diesem Fall benehmen? Momentan ist nichts, aber wir könnten zum Beispiel das nehmen. Oder auch personalisieren, das schauen wir später. Und so weiter und so fort. Das können wir auch momentan, das sind ein bisschen schwieriger. Deswegen lassen wir erstmal so und geben wir OK. Wenn wir OK geben, können wir einfach jetzt eine Linie machen. Egal jetzt, ob diese Linie Kurve ist oder nicht. Und dann diese Pinsel anwenden. Ich habe diese Pinsel in meiner Probe. Ein bisschen wie Mandala gearbeitet, ne? Voilà.
und so weiter und so fort. Natürlich kann man auch mit Farbe arbeiten. Jetzt, wenn wir hier eine Farbe geben, ist nur eine Farbe. Danach werde ich schauen, warum hat er eine andere Farbe genommen. Aber das muss etwas in der Transparenz, das ich angegeben habe. Jetzt keine Panik, das lösen wir noch. Und ja, was man noch machen kann, ist, dass das machen wir erstmal hier. Und ich mache nur ein Pinsel. Ich möchte gerne, dass am Ende und am Anfang gibt es ein Element wie diese, die aber eine bestimmte Richtung hat, wie zum Beispiel so. Ich probiere mal, das habe ich nicht immer hingekriegt, deswegen machen wir live und schauen wir mal. Wenn wir einen Musterpinsel haben hier, gibt es hier verschiedene Positionen. Diese verschiedenen Positionen sind eigentlich diese hier. Ne? Drei sind schon gemacht. Es gibt noch andere zwei. Und das ist der Anfang und die Ende. Können wir noch festlegen. Um diese festzulegen, nehme ich dieses Element hier. Ich könnte natürlich auch ein anderes Element nehmen. Mit Alt oder Option von Tastatur geklickt, schiebe ich dieses Element genau hier oder hier. Es kommt darauf an, ob ich am Ende oder am Anfang nehmen will. Wenn ich lasse, es wird automatisch hier hinzugefügt. Und ich kann hier sehen, davor war so und danach ist so. Ne? Ich habe dieses Stück entschieden. Ja? Es war, guckt ihr mal hier, ohne, folgt dem normalen Muster, mit, habe ich schon eine Richtung gegeben. Jetzt will ich auch für diese machen. Ja, anwenden. So, halte und ziehe, halte und ziehe hier, okay. Und eigentlich hat er genommen, man sieht ohne wer so, mit wer so. Geben wir okay, auf Kontur anwenden. Und eigentlich, man sieht, dass hier jetzt haben wir eine normale Muster, der folgt, was wir entschieden haben. Also, dass die Elemente sind alle in Richtung nach oben, aber am Ende und am Anfang, egal wie lang die Linie ist, wird eine spezielle Richtung oder Element eingegeben, weil wir hätten auch ein anderes Element geben können. Probieren wir, das habe ich wirklich nie gemacht. Ich probiere mal so zu machen. Und jetzt mit Alt schiebe ich das hier drauf. Ja, er hat genommen. Okay, auf Kontur anwenden. Ne? Können wir diese Form oder auch andere Formen angeben. Und damit habe ich zum Beispiel verschiedene Muster gemacht, verschiedene Pinsel gemacht und man kann schön arbeiten. Eine andere Probe, und dann bin ich auch fertig mit diesem kleinen Tutorial, ist mit Transparenz zu arbeiten. Ihr könnt gerne mit Pinsel etwas lustig, aber nicht das, etwas lustig machen. Mit Transparenzen arbeiten. Und zum Beispiel dann verschiedene, öplala, verschiedene kombinieren. Und das könnt ihr, ein bisschen kleiner, auch als Pinsel nehmen. Was machen wir hier? Machen wir, ich denke, Spezialpinsel. Ja, wir können Spezial- oder Bildpinsel machen. Eigentlich könnte beides sein. Wir machen jetzt Bildpinsel. Es wird katastrophal, vielleicht ist es nicht schön, aber wir probieren einfach. Schauen wir, was rauskommt. Das ist ein Experiment. Schön ist, ja.
dass man kann auch auf einen Kreis und je, seht ihr, was haben wir gemacht, nur mit dieser Sache, je mehr wir spielen, desto mehr schöne zufällige Effekte können wir bekommen. Gut, auch für dieses Video ist fertig. Jetzt, bevor wir fertig sind, ich sage euch, welche ist die Aufgabe, die wir machen müssen. Die Aufgabe, die wir machen müssen, ist ja. Ich habe, wie gesagt, in meinem ersten Teil von dem Video eine Zeit ausgewählt, die 70, und ich habe ein Foto genommen mit einigen Muster hier. Und dann habe ich hier auf der Basis von der Foto ein bisschen Inspiration gemacht. Ich muss nicht gleich wieder Fotos machen, nur Inspiration. Und ich habe hier so gemacht und das musst ihr auch machen. Ich habe ein Element gemacht für mein erstes Muster. Das ist ein Muster mit Objekt, Muster, Muster erstellen. Und ich habe dann diese Muster erstellt hier. Und ich habe das auf eine Form, egal welche Form, ich mag Kreis, deswegen habe ich auf einen Kreis einfach angewendet. Und dann habe ich mit der anderen Methode, wo man ein Quadrat als Hintergrund hat, ne, der erste habe ich präsentiert, auch ein Muster auf Basis von meinem Foto gemacht und die einfach auf eine Form dargestellt und ein bisschen transformiert. Danach, auf der Basis immer von diesem Muster, habe ich zwei Pinsel gemacht. Mit diesem habe ich diesen Bildpinsel gemacht und dann angewendet auf eine Form, zu wissen, wie das funktioniert, wie das kommen könnte. Und dann habe ich auch einen Musterpinsel gemacht und an diese Elemente einfach angewendet. Das ist eigentlich, was ich von euch erwarte, dass wir machen. Und diese Datei stelle ich euch auf meiner Webseite zur Verfügung. Und für heute ist auch fertig. Wir sehen uns später in Online Campus. Bis dann!